Hallo Troy, was für eine wundervolle Nacht. Oh. Wo sind denn alle? Oh. Oh. Es scheint so, als wären alle Einwohner Zugstadts verschwunden. Oh, 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 oh. Du hast recht, Troy. Irgendwas stimmt nicht. Wir müssen zum Lagerhaus und Teddy um Hilfe bitten. Oh, oh. Hallo, Teddy. Oh. Alle Einwohner Zugstadt sind verschwunden. Wir müssen herausfinden, was genau passiert ist. Alles klar. Mach dich bereit, in einen Detektiv verwandelt zu werden, Troy. Detektive brauchen eine Lupe und eine Tabakpfeife. Richtig, einen Detektivhut. Gut gemacht, Teddy. Troy ist jetzt ein Detektivzug. Kannst du jemanden entdecken? Du weißt nicht, wo du als erstes suchen sollst? Eine Karte, die sollte helfen. Keiner da. Was jetzt? Ja, sie können doch nicht alle verschwunden sein. Nicht ein Einwohner hier. Das ist seltsam. Wie in einer Geisterstadt. Da ist gerade ein Zug hinter dem Gebäude längs gefahren. Schnapp ihn dir, Troy. Dranbleiben, Troy. Überraschung! Das ist deine Geburtstagsparty, Troy. Teddy hat alles geplant. Toll gemacht, Troy. Du hast deine eigene Party untersucht. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Wir sehen uns. Troy, der Zug. Hallo, Troy. Was für ein toller Tag, um ein bisschen auszufahren, nicht wahr? Ach,
Ach du liebe Güte, Troy, dieser Bahnhof brennt. Wir müssen etwas unternehmen. Teddy, es gibt einen Notfall. Ein Bahnhof in Zugstadt brennt. Kannst du uns helfen? Großartig, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wow, Teddy, diese Verwandlung ist fantastisch. Troy ist jetzt ein Löschzug. Ist jetzt alles fertig? Großartig. Ist Troy jetzt bereit? Na dann mal los. Keine Sorge, Leute. Hier kommt Troy. Er wird das Feuer löschen. Schaut her. Die Flammen werden kleiner. Oh nein, Troy, dein Tank ist leer. Was machen wir denn jetzt, Troy? Aber natürlich, Troy, der Fluss. Dort können wir Wasser tanken. Dann mach deinen Tank mal voll, Troy. Schau, der Tank ist wieder voll. Jetzt müssen wir schnell zurück zum Bahnhof und das Feuer löschen. Fantastisch, Troy. Der Brand ist gelöscht. Vielen Dank. Tschüss, Troy. Tschüss alle zusammen. Und auch tschüss, Teddy. Vielen Dank für deine Hilfe. Hallo, Troy. Lässt du es dir mit Musik in der Sonne gut gehen? Hey, Troy!
Genießt du den Sonnenschein? Oh. Hallo, Tony. Oh. Du hast deinen Film fertig gedreht? Das ist fantastisch. Wirst du ihn jetzt allen in Zugstadt zeigen? Oh, du möchtest, dass Troy dir mit einer Leinwand hilft, die groß genug ist, damit alle sie sehen können? Kannst du ihm helfen, Troy? Alles klar, dann schauen wir mal bei Teddy vorbei, damit er dich verwandelt. Hallo, Teddy. Kannst du Troy heute helfen? Troy möchte allen den Film zeigen, den Tony und er gedreht haben. Fällt dir da was ein? Wow, das ist mal ein großer Bildschirm. Wow, das sieht so aus, als könnte es ziemlich laut werden. Die sind sehr laut. Pass auf, dass du sie nur draußen benutzt, Troy. Wofür ist das denn, Teddy? Oh, okay. Das sehen wir später. Ist Troy jetzt fertig, Teddy? Großartig. Vielen Dank für deine Hilfe. Du kommst nachher vorbei und schaust dir den Film an? Das ist großartig. Du wartest auf Troy, damit ihr allen euren Film zeigen könnt? Hier kommt er ja. Seid ihr alle bereit für den Film, den Troy und Tony gedreht haben? Was ist los, Joe? Du hättest gern was zum Knabbern, während du den Film siehst? Hast du etwas, was Joe gefallen könnte? Wow, eine Popcornmaschine. Zufrieden, Joe? Bereit für den Film, Leute? Alles klar, Film ab, Troy. Wow, das war fantastisch. Danke, Troy. Vielen Dank, Teddy und Tony. Sieht so aus, als hättest du jetzt ein paar Fans, Tony. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Hallo, Troy.
Hallo Taylor. Oh. Was habt ihr zwei heute vor? Oh. Ich verstehe. Ihr macht einen Winterausflug durch den Schnee. Sehr schön. Ja. Aber passt schön im Tunnel auf. Da könnte es rutschig sein, Tom und Taylor. Es ist ziemlich dunkel da drin. Pass auf, Troy. Das sind spitze Eiszapfen. Das ist wirklich gefährlich. Wie sollen wir daran nur vorbeikommen? Du hast recht. Hierfür brauchen wir etwas sehr Kräftiges, um sie runterzuschlagen. Sollen wir zu Teddy fahren und fragen, ob er eine Lösung hat? Das ist eine großartige Idee, Taylor. Du bleibst hier und warnst die anderen Züge vor den Eiszapfen. Dann mal auf zum Lagerhaus. Wir sind gleich zurück, Taylor. Hallo, Teddy. Oh, kommst du gerade in Weihnachtsstimmung? Wir brauchen deine Hilfe bei einem Problem im Tunnel. Eine Reihe von Eiszapfen hängt dort von der Decke und die können sehr gefährlich sein, wenn sie runterfallen. Meinst du, es gibt einen Weg, die Eiszapfen loszuwerden, ohne dass jemand gefährdet wird? Okay, dann mal an die Arbeit. Ich frage mich, was Teddy sich ausgedacht hat, um unser Eiszapfenproblem zu lösen, Troy. Oh, Teddy, ich glaube, da läuft was falsch. Auf dem Kasten ist ein Rentier. Wow, ich kann gar nicht abwarten zu sehen, wie diese Geweihe helfen werden, die Eiszapfen herunterzuholen. Ist Troy jetzt fertig, Teddy? Du bist nicht irgendein Rentier, Troy. Du bist Rudolf, das Rentier. Na dann mal zurück zum Tunnel, Troy. Hallo, Taylor. Hallo, Byron. Hat Taylor es geschafft, dich aufzuhalten, bevor du in die Eiszapfen gefahren bist? Gut gemacht, Taylor. Also, wie werden wir jetzt diese Eiszapfen los, Troy? Richtig, gute Idee. Taylor und Byron, ich denke, ihr solltet ein Stück zurückfahren. Bereit, Troy? Okay, Troy. Zeit zu zeigen, was du drauf hast. Wow, das war fantastisch, Rudolf. Gut gemacht, Troy. Du hast ohne Probleme alle Eiszapfen entfernt. Du hast recht, Troy.
Du machst dich sehr gut als Rentier. Troy, du kannst uns mit deiner roten Nase durch den Tunnel führen. Gut gemacht, Troy. Ich meine, Rudolf. Fröhliche Weihnachten alle zusammen. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns.